Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven Frank und bevor ich jetzt gleich mein Buch Moringa to Go vorstelle, möchte ich euch das Experiment zeigen, das mich überzeugt hat von Moringa und von den Möglichkeiten, die dann auch in meinem Buch beschrieben werden. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven Frank und bevor ich euch gleich mein Buch Moringa to Go vorstelle, möchte ich euch ein Experiment zeigen, das mich persönlich hundertprozentig von den Möglichkeiten der Moringa-Pflanze überzeugt hat. In meinem Buch erkläre ich, dass die Proteine in den Moringa-Samen in der Lage sind, verunreinigtes Trinkwasser zu reinigen. Das ist etwas, das die Universität in Uppsala in Schweden genauer untersucht hat. Und ich möchte das hier anhand einer Cola demonstrieren. Ich habe hier also die Samen. 50 Gramm Samen reichen aus, um 1 Liter verunreinigtes Trinkwasser trinkbar zu machen. Diese Samen gebe ich jetzt hier in einen Mörser und mache diese Samen klein zu einem Pulver. So, jetzt nehme ich eine handelsübliche Cola und fülle die Cola in diese kleine Karaffe. Und damit man auch ein bisschen was sieht, fülle ich noch eine zweite Cola hinein. Das ergibt jetzt nicht komplett 1 Liter. Aber es reicht für das Experiment. Als nächstes fülle ich nun die Moringa-Samen hier in die Cola ein. Verrühre das Ganze ein bisschen. Hoffe dabei, dass es mir nicht überläuft. Und jetzt heißt es nur noch abwarten und Moringa-Tee trinken. So, ihr Lieben, nachdem jetzt die Videos zu meinem Buch Moringa to Go, wie man mit Moringa gesund ein Business aufbaut, abgedreht sind, die Pressetermine hinter mich gebracht wurden, sind 3 Stunden vergangen und ihr seht, es hat sich einiges getan. Die Moringa-Samen haben also die Cola in verschiedene Bestandteile aufgelöst, um zu sehen, wie deutlich der Kontrast ist. Fülle ich eine handelsübliche Cola in die andere Karaffe. Nicht, dass ihr behauptet, wir hätten hier irgendetwas manipuliert. Das geht hier alles mit recht magischen Dingen zu.
Und wenn erst die Samen so viel Power haben, dann kann man sich vorstellen, welche Power erst dieser Baum hat, aus dem wir dann im Grunde unsere Produkte rausbekommen, die Blätter und so weiter. Das ist so ein bisschen wie beim Menschen. Das Endergebnis ist immer beeindruckender als der Samen. Ja, und wer sich weiter mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, findet wertvolle, wichtige Informationen in meinem Buch Moringa to Go. Und auf meinem Blog könnt ihr gleichzeitig Erfahrungsberichte posten, Fragen stellen, findet Infos zu Terminen über Vorträge oder Seminare mit mir zu diesem Thema. Und den Blog findet ihr unter www.moringatogo.com. Jeweils immer mit einem Bindestrich zwischen den Wörtern, denn Moringa verbindet, also Moringa Bindestrich to Bindestrich go.com. To als Wort geschrieben, also nicht die zwei, sondern als Wort und komm, weil jetzt komm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Kauft mein Buch, konsumiert Moringa und teilt dieses Video ganz oft. Ich danke euch. Bis dann, wir sehen uns.